Heute sprechen wir darüber, was du dagegen tun kannst, wenn du nach wenigen Wochen in der Schule schon wieder vollkommen erschöpft bist. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabitur-Shit. Und ich weiß, ihr hattet jetzt Sommerferien. Manche von euch haben vielleicht sogar noch Sommerferien, ich weiß nicht genau. Viele von euch sind vielleicht schon seit einigen Wochen wieder in der Schule. Und man hat irgendwie so nach den Sommerferien immer diese Hoffnung: Okay, ich hatte jetzt so viel Freizeit, ich bin super ausgeruht, jetzt habe ich vielleicht sogar wieder Lust auf die Schule und auf jeden Fall kann ich jetzt wieder relativ gemütlich da rein starten und habe irgendwie meinen Akku wieder aufgeladen. Und dann kommt oft diese bittere Enttäuschung nach dem Motto, man geht den ersten Tag in die Schule, denkt schon so, ja, ich weiß nicht, merkt dann so, okay, ist schon wieder ziemlich ermüdend hier zu sein, und dann nach 2, 3, 4 Tagen und spätestens nach 1, 2, 3 Wochen merkst du, okay, irgendwie fühle ich mich wieder genauso wie mitten im letzten Schuljahr, obwohl ich doch gerade erst 2 Monate lang Ferien hatte. Und die Frage ist, warum ist es so? Ja, weil wir haben ein bisschen diesen Irrglauben, dass Erholung zwangsläufig wirklich so durch Pausen geschieht. Das stimmt schon, aber ab einem gewissen Punkt macht es keinen Unterschied mehr, ob du dich jetzt 3 Tage erholst oder 8 Wochen. Ja, natürlich tut es zum Beispiel immer super gut, das Wochenende zu haben. Ja, da fühlt man sich wieder gut und dann hat man auch wieder vielleicht ein bisschen mehr Lust auf die 5 Tage Schule. Aber ob ihr jetzt 1 oder 2 Wochen Pause habt oder 7 bis 8, ist halt fast kein Unterschied mehr, weil ihr euch nach 2 Wochen halt auch schon wieder relativ gut ausgeruht gefühlt, und dann in den nächsten 6 Wochen passiert nicht mehr so viel an Erholung. Ihr könnt euch super viel andere Sachen machen, den Kopf frei bekommen, aber es ist nicht so, dass ihr euch mit jeder weiteren Woche noch mal mehr erholt. Sondern was viel eher ist, Erholung tut schon mal zu einem gewissen Zeitpunkt gut, aber was dann vor allem wichtig ist, und das auch die konkreten Sachen, auf die ihr jetzt bitte achtet, auch für das Videothema hier, wenn du danach wieder in einem Rhythmus, in einem Modus bist, der für dich anstrengend ist, der für dich erschöpfend ist, der vielleicht auch ein bisschen too much für dich ist, dann wirst du auch nach einer langen, langen Pause wieder relativ schnell ermüdet sein, wenn du in diesem Prozess wieder drin bist, weil der Prozess in sich ja erschöpfend für dich ist. Deswegen hab bitte nicht die Erwartung, dass nur weil die Sommerferien waren, ihr auf einmal wieder super in the game seid, ja, und seid euch vor allem bewusst, dass ihr auf eine ganz andere Sache achten solltet. Und zwar nicht, dass ihr ja jetzt Ferien habt und wann sind wieder die nächsten Ferien und wann ist Wochenende, weil das ist alles Schwachsinn, das ist alles nur Vermeidungsverhalten. Wenn jemand einen Burnout hat, wenn jemand wirklich gar nicht mehr kann, dann macht es Sinn, dass jemand mal vollkommen wegkommt von allem und komplett runterfahren kann. Aber nachdem die meisten von euch davon ja Gott sei Dank noch sehr weit entfernt sind, ist es viel, viel wichtiger, dass ihr euch eine Routine aufbaut innerhalb der Schule, die es euch erlaubt, dass ihr nicht komplett übererschöpft seid. Ja, es ist vollkommen normal, dass man in der Schule mal müde wird. Es ist vollkommen normal, dass es anstrengend ist. Das ist alles kein Thema. Die Frage ist nur, schaffst du es, am Ende der Woche wieder ausgeruht zu sein? Es ist ja auch voll okay, wenn Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zum Beispiel mal voll die stressige Phase bei dir unter der Woche ist. Ist ja in Ordnung. Nur reicht es dir dann Freitag, Samstag, Sonntag, um auch wieder zu erholen. Weil wenn du es nicht schaffst, innerhalb der Woche und übers Wochenende dann auch wieder zu regenerieren, dann wirst du halt immer wieder, von Woche zu Woche wird es immer schlechter dir gehen. Von deinem Stresslevel her, von deinem Gesundheitszustand, wie auch immer. Und das wird halt dann nicht aufhören. Du kannst vielleicht gerade zu den nächsten Ferien wieder retten, aber dann fängt das Ganze danach wieder von vorne an. Und das ist eine Sache, die ich auf gar keinen Fall für euch möchte. Deswegen, guckt euch mal bitte ganz gezielt eure Woche an und stellt euch die Frage, wenn du für dich merkst, okay, nee, ich schaff's irgendwie nicht, am Sonntag wieder regeneriert zu sein, und ich habe das Gefühl, ich sitze auch das Wochenende noch an den Hausaufgaben oder denke die ganze Zeit über die Schule nach oder wie auch immer, dann achte mal auf die folgende Sache. Guck dir deine Woche an und stell die Frage, warum ist es so überfordernd für mich? Die Schule soll ja fordern, ja, es darf anstrengend sein, alles wunderbar, aber es soll nicht überfordern sein. Ja, überfordern bedeutet, es ist zu viel an Forderung. Ist eigentlich relativ praktisch, wie genau da die deutsche Sprache ist. Und wenn du das hast, dann frag dich wirklich, was sind genau die Auslösepunkte? Du kannst zum Beispiel, würdest du vielleicht anfangs sagen, ja, es ist einfach super viel zu lernen. Ja, wie ist es super viel zu lernen? Was genau musst du denn vieles lernen? Und da fällt dir zum Beispiel auf, irgendwie in Englisch kriegen wir immer voll viel Hausaufgaben auf oder was auch immer. Finde so diese 1, 2, 3 richtig großen Gründe, warum das für dich so ermüdend ist. Und es muss nicht immer, wie ich anfangs auch oder vorhin auch schon leicht angerissen habe, es muss
nicht zwangsläufig immer einfach nur das Arbeitsvolumen sein oder was sie alles aufbekommt. Es können zum Beispiel auch einfach deine Gedanken sein. Wenn du zum Beispiel merkst, okay, ich mache mir einfach, egal in welcher Situation, die ganze Zeit voll den Stress. Ich habe das Gefühl auch in meiner Freizeit, mit meinen Freunden, mit meiner Familie, bei meinen Hobbys, ich kann einfach nicht abschalten. Ja, ich schaffe es nicht, mal von diesem Gedanken an die Schule und was nächste Woche wieder ansteht, wegzukommen. Weil dann kann es sein, dass du, wenn du auf deinen Zeitplan oder von deinem Gefühl her über die Woche schaust, denkst, naja, eigentlich habe ich ja relativ viel Zeit und ich mache auch relativ viele Pausen. Nur wenn du halt vom Kopf, von deinen Gedanken her, die Schule immer wieder, ja, jedes Mal wieder mit dahin nimmst, dann hast du, wenn du nicht gerade auch noch von der Schule träumst, gerade mal im Schlaf wirklich Abstand von diesem Gedanken an die Schule. Und dann wird es einfach irgendwann too much und das ist vollkommen normal. Deswegen schau dir sowohl deine Gedanken an, als auch deine Woche, wie du sie wirklich verbringst. Und guck dir an, wie sehr beschäftigt dich die Schule. Wenn du jetzt einfach jemand bist, dem einfach seine Noten sehr wichtig sind und der auch sagt, nee, mir ist einfach in den 2 Jahren Oberstufe einfach sehr wichtig, auch viel Zeit in die Schule reinzustecken, ist es alles wunderbar. Das Wichtige ist nur, dass es halt erstens freiwillig ist und zweitens, dass es nicht zu viel wird. Weil selbst wenn du sagst, ich kenne das auch so, man sagt, okay, ich will jetzt voll Gas geben in der einen Hinsicht, aber wenn du dir zu viel vornimmst, dann kann es ja sein, dass es trotzdem nicht funktioniert, egal wie sehr du es möchtest. Und dem sollte man sich einfach ganz, 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 ganz stark bewusst sein. Weil wenn du das hast und erkannt hast und dann einfach auch dir die Woche so einteilen kannst, dass es eben nicht mehr stressig ist, dann kannst du diese Leistungen halt auch wirklich konstant bringen und nicht nur für 2, 3 Monate und dann zusammenklappen. Wenn du jetzt aber sagst, Leo, ganz ehrlich, ich kann halt nicht weniger machen. Bei uns gibt der Lehrer so viel auf, ich brauche halt so lange zum Lernen, wie auch immer. Ganz, ganz, ganz wichtig, wenn es ohnehin zu viel ist, dann macht es auch keinen Sinn, jetzt so weiterzumachen. Du kannst schon so weitermachen, aber es wird sowieso nur immer schlimmer in der Zukunft. Das heißt, du musst zwangsläufig, ob du das Gefühl hast, dass es jetzt geht oder nicht, ist vollkommen egal, du musst jetzt zwangsläufig einen Weg finden, wie du es schaffst, weniger zu machen. Ja? Es kann entweder zum Beispiel sein, dass wenn du in Mathe zum Beispiel immer voll viele Hausaufgaben aufbekommst, dass du einfach nur jede zweite Aufgabe machst. Dann hast du vielleicht auch in allen Themenbereichen gute Übung, aber trotzdem nur die Hälfte der Arbeit. Ja? Oder auch wenn mein klassisches Lieblingsbeispiel, wenn euch irgendwo 20 Seiten im Buch aufgegeben werden und 4 Seiten Heftentrag und der Heftentrag ist einfach genau das Zusammengefasste vom Buch, lest einfach das Buch nicht und lest nur den Heftentrag. Hauptsache, ihr schafft es irgendwie, das Ganze zu reduzieren. Und, wie immer, mein Lieblingstipp, fangt auch an mit Meditation. Jeden Morgen 5, 10, 15 Minuten. Gebt einfach mal bei YouTube Leo Eckle Meditation ein, da habe ich das sehr gut erklärt, wie man da sehr, sehr simpel damit anfangen kann. Weil dadurch schafft ihr es einfach, euch bewusst über eure Gedanken zu werden und überhaupt erstmal zu erkennen, wow, holy shit, ich denke die ganze Zeit nur an die Schule. Und auch, dass du selbst vielleicht die Person bist, die dir die ganze Zeit diesen Druck macht. Und dass es gar nicht zwangsläufig die konkreten Anforderungen in der Schule sind, sondern einfach deine eigenen Erwartungen an dich selbst, dass du ja so und so gute Noten schreiben sollst, dass du so und so viel Zeit jeden Tag, jede Woche in die Schule investieren solltest, dass sich das so sehr unter Druck setzt, dass es ein fast vielleicht sogar der Größteil als Ursache für deine Ermüdung ist. Und wenn du das mal konkret für dich analysiert hast, dann wirst du viel, viel reduzieren können. Ja? Bringen wir dir auch bei uns im Traumabitur-Coaching bei. Und wirst trotzdem in der wenigen Zeit, die du dann noch in die Schule investiert, viel bessere Ergebnisse erzielen können, weil du einfach ausgeruht bist, du hast Spaß, du bist euphorisch vielleicht auch und vor allem auch einfach fokussiert und kannst so viel bessere Ergebnisse erzielen. Wenn dich das genauer interessiert, bewirb dich gern unten im ersten Link in der YouTube-Beschreibung auf unser Traumabitur-Coaching. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir da besprechen, weil es mir immer wichtig ist, dass ihr genau den Schnitt erreicht, den ihr haben wollt, aber das vor allem auch mit einem guten Gefühl, also ohne Stress, ohne Angst, ohne Druck. Weil das ist meiner Meinung nach eine Sache, die einfach jeder verdient hat. Deswegen, in diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich. Wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo.